Kultur in der Stadt und auf dem Land. Was steckt dahinter? 35.568 Bürgermeister gibt es in Frankreich. Und wenn es um die Kultur geht, dann haben sie ziemlich viele Freiheiten, wenn sie das nötige Geld haben. Denn erstmal sind da die Fixkosten für das nationale Kulturerbe. Ach Frankreich, deine pittoresken Kirchen, Dörfchen, deine Ruinen und Grotten. Für die ist der Bürgermeister verantwortlich. Beispiel Totavel in der Nähe von Perpignan. Bekannt für seine Höhle und seinen prähistorischen Menschen. Wussten Sie, dass das 900-Seelendorf ein Museum hat, dessen Budget zu 10% von der Gemeinde finanziert wird? Und dann die ganzen Kultstätten. Der Staat kümmert sich um die Kathedralen und die Gemeinden seit 1905 um die Kirchen und Synagogen. Mehr als 40.000 gibt es in Frankreich. Nicht zu vergessen die 54.872 Stadthallen, Kongresszentren und Festsäle. Zum Großteil von den Städten und den Gemeinden finanziell getragen. Auch für die künstlerische Weiterbildung sind sie verantwortlich. Mehr als 300 Tanz-, Theater- und Musikschulen zählt das Hexagon. Bibliotheken und Festivals gehören auch noch dazu. Das Budget für die Filmfestspiele von Cannes etwa wird zu einem Drittel von der Stadt selber getragen. Und zählt eine Stadt mehr als 100.000 Einwohner, dann kann sie auch eigene Projekte starten. Vorausgesetzt, sie hat einen ehrgeizigen, mutigen und kulturbeflissenen Bürgermeister. Jedes Jahr gibt eine französische Stadt im Durchschnitt 15% ihres Budgets für die Kultur aus.